Für Millionen Menschen in Deutschland gelten seit Mitternacht Entlastungen im Verkehr. Bei Bussen und Bahnen hat die Rabattaktion mit dem 9-Euro-Ticket begonnen. Gleichzeitig sinkt die Energiesteuer, damit das Tanken billiger wird. Mit den milliardenschweren Maßnahmen sollen angesichts hoher Energiepreise unter anderem Pendler unterstützt werden. In der Nacht sanken die Preise bereits an vielen Tankstellen Deutschlands, wie beispielsweise hier in einer Hamburger Tankstelle. Der Preis pro Liter für Super fiel von 2,24 Euro auf 1,79 Euro. Bei Diesel machte sich der Rabatt von 2,19 Euro auf 1,75 Euro bemerkbar. Doch nicht bei jeder Tankstelle fielen die Preise pünktlich zu Mitternacht. Dass es auch jetzt immer noch Tankstellen gibt, die 2,07 Euro für E10 nehmen. Ja. Und es war gar nicht so weit weg von hier. 5 Kilometer oder 6 Kilometer bin ich dran vorbeigefahren. Auch deshalb fiel der große Ansturm an den Tankstellen kurz nach Mitternacht größtenteils aus. Das 9-Euro-Ticket für Busse und Züge soll außerdem helfen, für mehr Klimaschutz neue Nutzer dauerhaft zum Umstieg auf die Bahn zu bewegen.